So, guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge von Staxel. Wir lagen im Bett. Mike ist auch da, das ist gut. Das ist, Hallo. ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist da. Eben war er noch mal. Ah, da oben. Ganz kurz, bevor du mir die Frage stellst, die du mir stellen wolltest. Ja. Scout hat dir etwas gebracht, dieses Rüschenkleid hier, ja. Ich habe gedacht, Aber ich heb dir das mal auf, ja. Ich weiß ja, ein Rüschenkleid, das ist was Schönes. Ich fand das ja auch toll. Und ein Sessel, den hat Rufus gebracht, aber. Ja. Okay, das wollte ich dir nur zeigen. Ach so. So. Du wolltest was fragen. Hast dich gestern mein Stream schön erschreckt? Ja, stellenweise tatsächlich wirklich. Also das Spiel an sich, finde ich, ist gar nicht mal. Also es ist, das heißt Jumpscares, Mention of Jumpscares oder so. Ich habe mir es schlimmer vorgestellt, muss ich gestehen. Aber es gab so ein, zwei Befehle von Leuten im Chat, die haben mich doch gut rausgehauen. Ja. Also einmal bin ich sogar vom Stuhl aufgesprungen, so hochgehüpft, weil ich mich erschreckt habe. War schon gut. Mir folgt eine Horde Hunde. Okay. Ja, also ein Hund, aber in Kombination mit Schafen und ähnlichem. Naja. Alter Rufus, nerv nicht. Ein Ei auf dem Feld, wieder. Yay, der Kaffee ist reif. Klack. Alfredo. So. Ja, es gibt neben deinem Haus jetzt noch ein Haus, was ich am Bauen bin. Weiß nicht, ob du schon mitbekriegt hast, Siranas Baumhaus. Wo? In der Nähe von dem Haus von Fungi, der immer noch nicht eingezogen ist oder noch nicht existiert. Da ganz hinten. Ja. Ja, ich bin gleich mal wieder da. Ich guck mir das mal an. Ich komme mit, weil ich muss eh noch ein bisschen was dran machen. Ja, dann warte ich so lange. Da bist du. Da, ah ja. Lauf, lauf, lauf! Oh, ein Fossil. Weißt du denn schon, was Alija mag? Alija ist, also ich bin mir mit den Maßbändern nicht sicher. Das wurde mir ja in die Ja, sie Kommentare. mag Maßbänder. Magst du die? Okay. Das wurde mir auch in die Ja. Kommentare geschrieben. Oder das heißt, wir müssen die auch mal ein bisschen füttern mit Maßbändern. Habe ich nämlich gestern herausgefunden. Hast du ausprobiert? Funktioniert? Okay. Ja. Nice. Die schluckt tonnenweise. Das sage ich dir jetzt schon. Alija schluckt tonnenweise. Okay. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, wir werden erstmal ganz viele Maßbänder holen. Ja, das hier wird's Hexenhäusle. So, wie sieht das aus? Was halt hier denn? Cool. Ah, das wird leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Damn, den Seilzaun kann man nicht in zwei Seiten machen. Muss doch eigentlich gehen. So. So. Ja, geht doch. Akzeptiere mal. Ah, klar, kann hier drüben nicht gehen. Ja, die gute Sirane, die kriegt ein Baumhaus. Auch wenn ich das Bett nicht hundertprozentig passend finde, aber es ist ein Anfang. Ja. Ja, ich fand es ein bisschen schade, weil, warte mal, mach mal kurz die Umrandung an hier. Regionsanzeige. Die siehst du auch, oder, wenn ich die anmache? Warte. Siehst du sie? Nee. Wenn nicht, machst du die selber nochmal an am Briefkasten. Nee. Weil, die hat jetzt nicht explizit gesagt, mach mir ein fucking Baumhaus, aber sie hat sich ein Baumhaus gewünscht, ja? Im Gespräch. Und die Region, also Ja. diese Grenzen, die sind ja relativ niedrig. Die ist zwar flächenmäßig recht groß, finde ich gut, Ja, aber recht aber. niedrig. Sprich, wenn ich den Briefkasten unten am Fuß von Baum stellen würde, würde es nicht mal ansatzweise funktionieren. Nee, der wird bloß bis hier oben gehen. Richtig, und da habe ich mir gedacht, ja, nice. Sprich, der Briefkasten musste mit nach oben. Fand ich dann ein bisschen schade. Aha, es Das funktioniert geht doch. doch. Ja, eben wollte es irgendwie nicht.
Ja, das Spiel, das hat manchmal seine... Seine 5 Minuten. Ja. Nee, jetzt will ich nicht. Jetzt habe ich mal kurz Auszeit. Warte, ich sag dir nix. Maximilian hasst dich. Hier? Mhm. Oh. Ja, hier. Die sind hier runtergefallen. Nein, die habe ich hier aufgesammelt. Ah. Da. Zaun. So, das heißt, wir müssen hier eigentlich auch noch einen reinmachen. Das klappt halt nicht so ganz. Wobei, da können wir auch einfach zumachen. Geht ja nur darum, nicht runterzufallen. Ja. Blub. Da kann man eigentlich gar nicht runterfallen, oder? Ja, in der Theorie kann man generell nicht runterfallen. Naja, doch. Aber da geht es eher um den fiktiven Schutzgedanken. Ja, das ist aber ganz schön knapp hier mit dem Bett und so. Hat gerade so gepasst. Ja, aber solange ein bisschen was drin ist, zählt das zu Dings mit rein. Ja. Also selbst wenn nur so ein Teil mit rein würde. Und ich fand das ganz schön. Ich meine, man will ja auch mit dem Kopf so ein bisschen im Gebüsch liegen und dann kommen die ganzen Krabbeltierchen. Ich glaube, Sirana findet das gut. Die machen dann schön ihre Haare sauber. Genau. Von ist gar Insekten. Kein Problem. Ja. Damn, ich wollte eigentlich Erde mitnehmen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Wie viel brauchst du? Einfach nur ein bisschen, um mich hochbauen zu können, tatsächlich. Okay, also ein Stack. Ja, das reicht bei bei weitem. Egal, welche Erde. Lieber die nackte Erde, dann machen wir keine mit Gras drauf kaputt, aber es wächst auch nach, also. Okay. Aber bei jetzt, nee, ich muss springen, um hochzukommen. So. Können natürlich die Wurzel hier auch noch ein bisschen ausbreiten. Dass hier alles ein bisschen stabiler aussieht. Löcher stopfen. Und dann einfach mal ein bisschen Gras rupfen. So. Ja. Oh, gerade nochmal gucken. Ich glaube zwar, ich habe drauf geachtet. Aber ja, wir sind weit genug weg vom Dorf. Das wäre jetzt sehr fatal. Ja, wie bei Fungis Haus. Ja gut, bei Fungis Haus war das gut abreißen, aber hier ist, weiß nicht, das würde ich jetzt nicht abreißen. Ja. Da würde ich mich, glaube ich, echt ärgern. So. Das ist ja auch schon ein bisschen bei Fungis Haus. Richtig, da war auch schon so, ja, shit, geil, warum? warum passiert das jetzt? Ja. Wäre fast so, als wäre ein Hacker im Spiel. Wie bei Scum. Genau, wir hatten den letzten Stream. Okay. Weiß nicht, hast du die Streams stellenweise geschaut? Ja, habe ich. Und das ist ja... Ui, hatten wir Spaß mit Hackern. So. Ey. Aber das fände ich dann auch irgendwie blöd. Das Lustigste war gestern noch der eine, der dann meinte, das Hundelevel aufs Bett hoch. Guck mal, zwei Türen ins Nirgendwo. Juhu, Erde. der dann noch meinte, ihr Feiglinge, traut euch doch gegen mich anzutreten. Wo ich mir dachte, Dude, was soll ich denn machen, wenn du hackst? Machst ja nichts. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, gut, wir kämpfen fair gegeneinander. Das wäre ja noch was anderes. Ich finde es so blöd, dass sie sich wirklich ein Baumhaus wünscht, aber die Hausanforderung unter anderem einfach mal Dings ist. Türen, zwei Stück. Und es keine vernünftige Baumhaustür gibt. Nee. Also ich finde, so ein Gartenzaun oder so, der würde noch passen. Aber, ja. Guck. Hi. Er kann eine Erde auf mich werfen, nachher falle ich hier noch runter. Von Erde erschlagen. Der mich ja direkt komm. Ein bisschen weiter. Nee, das war nicht so schwer. Naja. So. So, da kommen wir gleich hoch. Ein bisschen Erde wegrupfen. Schwupp. Schwupp.
Oh, hier. So. Job, hallo. Job. Hi. Ich weiß nicht, ob du Raft kennst. Ja, kenne ich. Kennst du? Okay. Zeichenspiel. Was für ein Spiel? Zeichenspiel. Hm? Zeichenspiel. Ja. Nein. Das meine ich nicht. Ich meine das Raft, wo man auf dem Meer ist und ums Überleben kämpft. Ja, das Haispiel. Ach, Haispiel. Ich habe Zeichenspiel verstanden. Der, genau. Und da gibt es demnächst auch Lamas einfach. Ich behaupte ja, schön von Fortnite geklaut. Ja. Auch wenn ich aktuell echt keinen Bock auf Fortnite habe, aber also Lamas und Dings, das muss aus Fortnite sein. Ich hatte gestern eine Runde, da habe ich einen Lama gefunden. Aha. Ich hab's. Lass mich raten, in der Nähe von der Wüste. Ja. Ich hab's Gefühl, dass diese 3 oder 4 Lamas, die es in jedem Spiel gibt, immer da irgendwo sind. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich mir das hardcore-mäßig einbilde, aber ja. Hier müsstest du auch noch einen. Wo? Da noch einen? Oh, ja, auf der anderen Seite. Ja, so. Aber sieht schon schön aus. Machen wir, ich frage mich nur, gehen wir hier noch mal ein Stück höher und machen hier oben noch? Ich glaube schon. Okay. Hm. Ich habe den auch den Bug mit den Hasen. Oh ja, da rennt einer. Angriff! Ja, bei mir in der Welt auch. Oh, der heißt auch Hazel. Der liebt mich sogar ein bisschen. Ich habe einen fucking Hase einstecken. Ich habe das Gefühl, dass alle Quests verbuggt sind, weil ich habe ja auch noch den Regenbogenschmetterling einstecken. Und das Problem ist, ich kann das Ding halt nicht wegwerfen. Ich habe den auch zweimal. Ein süßes Waldkaninchen. Vielleicht kann ich es ja Rosemarie schenken. Nee, die sagt dann gar nichts mehr. Ich will nicht noch einen Hasen, nerv nicht. Ja, so ungefähr. Es reicht mir, wenn wir 2 Hasen nachrennen, die Katzengeräusche machen. Gut, die linke oder die rechte Tür, die linke oder die rechte Tür. Und tschüss. Ich gehe die linke. Mach das. So, Moment, ich wollte ja noch gucken, was die letzte Anforderung war, die ich nicht mehr lesen konnte. Ich habe mir nämlich ein Zettelchen gemacht, wo drauf steht, was das Haus alles braucht. Und ja. Okay. Eine Sache konnte ich nicht mehr lesen. Ah ne, ist der Kessel. Gut, das hatte ich vermutet. Ey, das eine Bett fehlt nicht. Es zählt doch nicht. Haben sie das geändert? Oh nö, ihr Schweine. Ihr Schweine. Was muss das jetzt ganz drin stehen oder was? Ich gehe davon aus, ich teste es. Das ist gar nicht so schlimm. Wir können es hier hinstellen. So. Nope, da wollte ich es nicht hinstellen. Ein Bücherregal und das Bett zählt nicht. Jetzt sollte es zählen. Ja. Ja. Ah, okay. Das heißt also, es muss mittlerweile wirklich ganz drin stehen. Jetzt fehlt nur noch Bücherregal und Kessel. Wir können direkt mal bei Fungis Haus gucken noch. Mhm. Weil ich glaube, bei dem steht das ein oder andere auch nicht ganz drin. Moment, das ist gar nicht der Briefkasten. Das ist der Briefkasten. Ah ne, das passt alles noch. Der Riesenpilz passt auch. Gut. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Bettchen. Es wird spät. Mhm. Im Moment lauf ich in die richtige Richtung. Ja. Doch, kann man sagen. Ach ja. Käffchen. So. Ein bisschen Kaffee nachschenken. Du wirst langsam müde. Ich bin schnell müde, glaub mir. So. Wir laufen hier Kilometer. Richtig, ich meine, wir müssen dafür eigentlich Kilometergeld bekommen. Absolut, die 3-Kilometer-Wanderung, die wir hier hinter uns haben, nur um ein Haus für eine Waldhexe zu bauen, die nicht so nah an der Stadt wohnen will. Ja. Ich bestelle mal ein paar Maßbänder. Mach das. So. Eiskaut, ich bin da. Hallo. Hat er dich vermisst, hat er dich. Ja. So, ich lieg im Bettchen. Ich bin ich glücklich. Ah, oh, das ist ein schönes Gefühl, im Bett zu liegen. Oh. Schön bequem. Absolut, absolut. Alles klar.
Ich muss ja gestehen, mit den Wackelköpfen von den einzelnen Leuten, die hier oben auf meinem Regal stehen, habe ich so ein bisschen schon das Gefühl, als wäre ich aus irgendeinem Horrorfilm entlaufen. Und würde so... jeden den Kopf abgeschnitten. Ja, so ungefähr. Also gestern in diesem Spooky-Spiel, was wir da im Stream gemacht haben, wo es darum ging, mich zu erschrecken, gab es eine von den Horrorfiguren, war der Puppenspieler. Der hat in irgendeinem kleinen Dorf immer Puppen verkauft. Aber das hat den anderen Leuten im Dorf nicht gefallen, weil er dadurch die anderen Spielwarengeschäfte kaputt gemacht hat. Also haben sie alle seine Puppen ins Haus in den Fluss geschmissen. Er ist hinterhergesprungen mit den Rufen, ah, meine Kinder. Und ja, er ist ertrunken. Also zumindest glauben das die Dorfbewohner. Und ein paar Jahre später hat es angefangen, dass lauter Kinder verschwinden. Und im Wald hat man dann Puppen gefunden, die aussehen wie diese Kinder. Ja, und mit diesen Köpfen finde ich das, hat so einen leichten Charakter in diese Richtung. Gruselig. Ähnlich wie bei Caroline. So. Gab's da eigentlich so eine Hauptstory für was, dass man da in diesem Tunnel da ist? Bei diesem Spooky Mansion? Ja. So bedingt. Oder war das die Story? Ich glaube, die Story ist halt, dass das ein Testlabor ist von diesem weiblichen Geist, den man da kennenlernt. Und ja, da irgendwelche Monster, die sie sonst wo auf der Welt eingefangen haben, halt getestet werden, wie effektiv sie sind, um Menschen umzubringen. Und ich meine, das fängt ja bei diesen Pappschildern an, die ausklappen, die einem nichts tun können, die einfach halt wirklich nur Pappschilder sind. Ja, bis hin zu diversen Kreaturen, die einem nachlaufen. So. Boah, du hast schon 4 Stacks Rohstein, ey. Ja, also gerade durch. Gut, ganz am Anfang habe ich mir irgendwann mal das Ziel gesetzt, einen ganzen Stack voll zu kriegen. Und habe ein Loch gebuddelt. Grundsätzlich aus dem Gedanken, weil ich wissen wollte, ob es irgendwas Unterirdisches gibt, was man erkunden kann. Ich kann dir berichten, es gibt nichts. Es gibt nur Stein. Habe ich auch nicht geglaubt. Glaube ich auch nicht. dass es irgendwas Unterirdisches gibt. Nee, aktuell definitiv nicht. Wobei ich immer noch gespannt bin, was ein Update bringen wird. Und dann... Ja, gut, durch das Plattroden von dem Berg hier neben uns und den Kellerausbau ist natürlich noch ein bisschen was dazugekommen. Ich kann ja aber schon mal voraussagen, wenn du jetzt Serana auf der vollen Stufe hast, ja, ne, dann, ja, dann sagte dir einmal, dass du irgendwie keine Blaupausen mehr bauen kann. Oh. Ja, dann gibt's dir irgendwie so ein Rezept. Okay. Spoiler-Alarm! Da, steht dann so drauf, dass du ihr dann so, ja, so irgendwie so ein Zaubertrank erstellen musst und so und dann, ja. Okay, und dann irgendwann, zuletzt kriegst du dann so einen Zauberstab oder so. Oh yeah, ich glaube, den habe ich sogar schon mal bestellt. Nee, gar nicht, weil den habe ich in einer meiner, in meiner Welten, wo ich rumprobiere, habe ich den Zauberstab, weil ich ihn gesehen habe. Es gibt ja tatsächlich auch das Gebäude des Funkturms. Da bin ich noch sehr gespannt, wann das kommt, wie das kommt. Ja. Ich habe es nicht gebaut bis jetzt, aber... Nee. Wenn ich mich da doch nicht zu sehr spoilern möchte, dann. So. Ein bisschen Kaffee, ein bisschen Kaffee. Ich habe immer noch den Zaubertrank hier drin. Den musst du trinken, dann bist du groß und stark und dann... Ist das Schmetterling eigentlich noch bei dir? In der Welt? Nee. Das war, nachdem ich mich wieder eingeloggt habe, war die schon weg. Aber ich habe halt noch den Schmetterling im Inventar. Dem ich nichts tue. Der ist bei mir noch eingepflanzt. Ich habe ihn nämlich auch doppelt bekommen. Ja, nice. Ich habe gedacht, abernten, vielleicht kann ich den ja ins Museum tun oder so. Der sieht ja schon cool aus. Ja. Na? Kann ich leider nicht. Kann ich nichts mitmachen. Nee. Schade eigentlich. Absolut schade.
Allem habe ich jetzt auch das Kaninchen auch noch einstecken. Das ist halt dann doppelt kontraproduktiv. Ja. Ein bisschen Kaffee, das ist geil. Käffchen, Käffchen, da. So. Ach. Ich habe übrigens noch eine neue Kaffeepflanze. Eine einzige. Mhm. Die durch die random Samen dazugekommen ist. Ach so. So. Oh Gott. Hallo Katzen-Werwolf-Mike. Hallo. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft auch gerne ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche und Anregungen ab in die Kommentare. Und ja, nächste Folge morgen um 13 Uhr. Bis dahin euch eine wunderbare Zeit. Haut rein und bye bye. Tschüss.